Hallo? Zur Diskussion gestellt. Apropos Diskussion, was ist das eigentlich? Ich werde mir jetzt mal unheimlich Mühe geben, mich nicht wieder zu verzetteln, was mir ja eigentlich immer passiert. Mich kurz fassen, so kurz es geht. Diskussion. Die meisten Gespräche, die stattfinden unter diesem Überbegriff Diskussion, die sind diesen Namen absolut nicht wert. Im Gegenteil, das ist irreführend. Als erstes haben wir mal den krassen Gegensatz zwischen konstruktiver Diskussion und Streiten. Einfach nur streiten. Streiten ist, ich will eigentlich gar nicht irgendwo argumentieren. Ich will einfach nur mich selber durchboxen. Ich würde das am liebsten wie im Wilden Westen austragen. In der Hoffnung, dass ich gut genug im Raufen, Schlägern und Boxen bin, würde ich es auch am liebsten mit Gewalt austragen. Geht leider nicht in dieser kultivierten Gesellschaft. Der Blödsinn, der dahinter steckt, ist klar. Kein Argument wird dadurch ein besseres Argument, dass jemand wie im Wilden Westen schneller zieht und den anderen erschießt und dann sagt, also, ich habe die Wahrheit und ich bin im Recht. Und was das helfen soll, dass man einem die Fresse poliert, bloß damit er einsieht, er hat die Klappe zu halten und sich nach dem zu richten, was man selber sagt, asozial. Konstruktive Diskussion bedeutet zunächst einmal Respekt vor der Person gegenüber und bedeutet vor allen Dingen, dass man darauf verzichtet, persönlich zu werden. Es geht nur um die Sache, es geht nicht um die Person und vor allen Dingen, dass man darauf verzichtet, die anderen Personen, die beteiligten Personen zu beleidigen, zu kränken, persönlich anzugreifen. Es muss immer klar erkenntlich sein, selbst dann, wenn es sich nicht umgehen lässt, am besten ist man umgeht's, aber wenn es sich nicht umgehen lässt, dass man auf eine Person Bezug nimmt, muss immer erkennbar sein, Achtung, es geht nicht darum, dich zu kränken, dich zu beleidigen, dich schlecht zu machen, sondern im Höchstfall darum, einen Zusammenhang herzustellen zwischen deiner eventuellen Denkweise und deiner Persönlichkeit. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Was wollen wir eigentlich, wenn wir diskutieren? Denn da gibt es wieder einen großen Irrtum. Die überwiegende Mehrheit der Leute, mit denen ich spreche, verwechseln Meinung und freie Meinung mit Interesse. Freie Meinung brauchen wir uns nicht unterhalten. Wenn es einen gibt, der für freie Meinung gnadenlos eintritt, dann bin's ich. Gibt hoffentlich noch mehr. Etwas anderes sind Interessen. Beispiel, ganz kurz. Habe ich letzte Woche erst gehört. Wenn jemand erzählt, diese neuen, was weiß ich, wie sie heißen, Hormonspiralen oder wie auch immer,
seien jetzt wesentlich besser als die Pille, dann Vorsicht. Vertritt der da wirklich eine Meinung, noch dazu vielleicht die Meinung eines Fachmanns, eines Professoren, eines Arztes, oder ist er einfach bezahlt und vertritt das Interesse der Firma Bayer zum Beispiel? Also, unterscheiden. Was kommt auf dich zu? Eine Meinung? Oder ein Interesse? Unterhalte dich nicht über jemanden, der sein Geld bei einer Firma verdient, die rigoros Wälder abholzt, darüber, was Waldsterben für Folgen haben könnte. Da kannst du nicht erwarten, dass der auf deiner Seite ist. Da hat er einen Interessenskonflikt. Ganz wichtiges Stichwort, Interessenkonflikt. Wenn du mit jemandem diskutierst, schau vorher mal kurz drauf, könnte der einigermaßen neutral sein oder hat er einen Interessenskonflikt? Wichtig, es gibt diesen ganz großen Unterschied zwischen Meinung und Interesse. Ja? In der Politik Meinungen kannst du völlig vergessen. Jetzt, ich übertreibe es natürlich immer, das wisst ihr. Überspitzt ausgedrückt, weil da geht es nur knallhart um Interessen. Das Interesse, wiedergewählt zu werden, das Interesse, an der Macht zu bleiben, das Interesse, die Sponsoren bei Laune zu halten, also die mit ihren Parteiunterstützungsgeldern, mit ihren Parteifinanzierungsgeldern beteiligten Leute bei Laune zu halten, da wieder Geld rauszuziehen. Oder die Firmen, die dir nachher, wenn es mit der politischen Karriere zu Ende ist, noch einen gut bezahlten Job als Aufsichtsratsmitglied zusichern, bla bla bla. So, also jetzt haben wir eine Diskussion und wir haben mal die größten Probleme im Griff. Es geht nicht um Interessen, es geht um Meinungen. Nächster Punkt. Was wollen wir eigentlich mit so einer Diskussion? Was mich betrifft, ich bin da so ein ganz verrückter, neuhochdeutsches Wort, Gutmensch. Ich will immer mich der Wahrheit nähern. Und das Witzige ist, fast alle, die, mit denen ich spreche, die haben die Wahrheit schon. Die wissen die schon. Ich bin aber der Einzige, der sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich bin mir sogar sicher, die Wahrheit selber, die kennt keiner von uns. Und wenn sie auch nur ein einziger Mensch auf der Welt kennen würde, dann würden die anderen gar nicht begreifen, dass der sie kennt und dass das, was der denkt, die Wahrheit ist. Ja, den würden die als allererstes ans Kreuz schlagen, wie seinerzeit Jesus Christus. Bestes Beispiel dafür, wie das endet, wenn jemand die Wahrheit predigt. Selbst wenn er nah dran ist. Und ich denke, der war sehr nah dran. Ob er nun Gottes Sohn war oder nicht. Also, für mich ist oberstes Ziel, nähern wir uns der Wahrheit an. Warum dann diskutieren, wenn ich ohnehin weiß, die Wahrheit selber kriege ich nicht raus? Naja, weil man neue Aspekte kennenlernt, weil man neue Sichtweisen kennenlernt. Und da ist es zum Beispiel für mich viel spannender, Diskussionspartner zu haben, die aus völlig anderen Ecken kommen als ich. Aber ich brauche doch keinen, der genau das Gleiche erzählt, was ich schon weiß. Da kommt bei mir der... Habe ich schon gehört, ist uralt, hat so einen Bart-Effekt und da grauselt's mich. Ich hasse es, wenn ich irgendein Argument zweimal hören muss.
Also ist es sehr, sehr gut, da Leute zu haben aus anderen Ecken. Aber du musst für dich entscheiden, warum du diskutierst. Für mich gibt es noch ein zweites Motiv, das ist einfach die Übung. Ja, für mich ist das eine Sportart, diskutieren. Ich sehe immer, wie gut meine Argumente sind, wie gut ich argumentieren kann, wie gut ich analysieren kann, wie gut ich mich in eine Sache hineindenken kann, wie gut ich zuhören kann. Da würde ich mir manchmal etwas mehr wünschen, aber im Großen und Ganzen höre ich zu, wenn jemand was Interessantes zu sagen hat. Da gibt es aber nicht viele. Leider, leider, leider. Und sobald jemand Scheiße erzählt, dann lasse ich ihn nicht mehr zum Reden kommen. So bin ich halt mal drauf. Jedenfalls, das Sportliche. Da gab es ja früher so im alten Griechenland regelrechte Philosophieschulen, wo die Studenten gegeneinander sportlich angetreten sind. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer philosophiert am besten im ganzen Land? Auch Rhetorikschulen, aber Vorsicht bei der Rhetorik. Kommen wir noch drauf vielleicht, falls ich es schaffe. Ich bin ja schon wieder am Verplappern. Also du solltest wissen, warum du diskutierst, was du dir davon versprichst. Wenn du einfach nur irgendjemand über den Tisch ziehen willst, wenn du meinst, es bringt was, okay. Jetzt mal so ein paar ganz wichtige, häufige, meist erlebte Fehler beim Diskutieren. Wobei ich sagen muss, meistens sind das gar keine Fehler. Gut, es gibt ein paar Ultra-Dummköpfe, die das gar nicht kapieren, dass sie schon in der Art, wie sie diskutieren, falsch liegen. Die glauben dann immer, sie werden angegriffen, weil jemand ihre Argumente nicht mag, weil jemand ihnen nicht recht geben mag. In Wirklichkeit werden sie schon angegriffen, weil sie einfach unerlaubt argumentieren. Was ist unerlaubt argumentieren? Naja, Lügen sowieso, ne? Aber für mich ist auch unerlaubt diskutieren, wenn ich einfach irgendwo mitrede, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Das ist ja das Schöne an unserer Demokratie. Ja, da darf ja jeder. Was für ein Blödsinn, ja? Wenn wir ein Auto reparieren lassen, fragen wir einen Fachmann. Wenn wir zum Zahnarzt gehen, gehen wir zum Arzt und nicht zum Kurpfusche. Aber wenn es um das Wichtigste, um das Allerwichtigste geht, nämlich um unser aller Zukunft, um unser Leben, um unser Glück, um unser Gesellschaftssystem, ja, dann darf jeder mal ran. Und wir wissen alle, die Mehrheit in einer Demokratie hat keine Ahnung von dem, über das sie da abstimmt. Und diese Mehrheit entscheidet. Wir werden, unsere Demokratie wird bestimmt von den Doofen. Die Minderheit der Gebildeten, der Wissenden, derer, die etwas zum Thema wissen, die müssen schauen, wie sie da klarkommen. Also bitteschön, wer keine Ahnung hat von dem Thema, über das gesprochen wird, raushalten. Nicht spekulieren, nicht raten oder nicht sich selber darstellen wollen. Das ist ja auch so ohne Ende ein Thema, dass Leute nur diskutieren, um sich selber, um ihr Ego, um sich ins Spiel zu bringen, um zu sagen, ja, schau her, ich bin's, der Messias, der Gesalbte, der Kluge, der Oberklugscheißer, der Besserwisser. Ja. Logisch, dass ich auch sehr oft so rüberkomme. Warum komme ich so rüber? Ja, weil ich eben nur dann rede, wenn ich wirklich was weiß. Und das heißt, dann ist es auch schwer, mir beizukommen. Deswegen werden manche Leute so kribbelig, wenn ich rede, weil sie merken, er hat wieder ein klasse Argument nach dem anderen. Ja? Ich will
nicht seine Meinung akzeptieren, aber ich kann ihm nichts antworten. Es muss keiner meine Meinung akzeptieren, um Gottes Willen. Ich freue mich immer, wenn mich jemand widerlegt. Nur so kann ich mich entwickeln, nur so kann ich weiterkommen. Aber das Problem dabei ist, ich rede nur, wenn ich was von der Sache verstehe. Und dann muss ich einer warm anziehen. Dann muss einer wirklich mehr verstehen als ich. Oder er muss aus einem ganz anderen Blickwinkel, den ich noch nicht kenne, den ich noch nicht kennengelernt habe, Argumente bringen. Und dann bin ich der Allererste, der sagt, ja, Mann, das klingt gut. Das und das ist gebongt, das sehe ich ein, da mache ich mit, da bin ich dabei. Da werde ich meine Einstellungen komplett nochmal überdenken und möglicherweise sogar über den Haufen werfen müssen und sagen müssen, du bist viel näher dran an der Wahrheit als ich. Und ich habe mich geirrt. Das ist kein Problem, es ist immer ein Gewinn für mich, dazu zu lernen. Ja? Aber wie gesagt, das kommt selten vor. Weil dort, wo jemand mehr weiß als ich oder Besseres weiß, genaueres weiß, mehr Erfahrung hat, halte ich mich sowieso komplett raus. Da sind oft Leute beleidigt, weil ich da nichts sage. Ich werde nicht spekulieren, ich werde nicht raten. Ich werde mich da nicht irgendwie vordrängen. Ja? Wenn irgendjemand glaubt, ich sei ein philosophisch begabter Mensch, auch ein philosophisch begabter Mensch kann nur dort mitreden, wo er Wissen hat, Erfahrung hat, Informationen hat. Spekulieren ist was ganz anderes, hat mit Philosophie nichts zu tun. Und Rechthaberei hat auch nichts damit zu tun. Ja, und tschüss erstmal, mehr demnächst auf, ihr wisst schon wo. Habt eine gute Zeit und genießt die Diskussionen. Ciao, ciao.